Desinfiziere einmal Ihre Haut. Also, Sie merken jetzt kleine einzelne Piekser. Mhm. Vielleicht brennt es einen kurzen Moment. Und so arbeite ich mich dann im ganzen Gesicht vor. Und natürlich entlang des Halses auch. Ich fange mal an. Piekt. Ist das okay für Sie? Mhm. Super. Gut, mehr ist es nicht. Das machen wir jetzt entlang des ganzen besprochenen Areals. Wenn Sie eine Pause brauchen, immer Bescheid sagen. Ansonsten arbeite ich mich Punkt für Punkt weiter. Man sieht jetzt auch an den Arealen, wo ich begonnen habe, dass da kaum eine Weichteilreaktion ist. Ganz friedliches Gewebeverhalten. Sehr schön. Ein bisschen unangenehmer? Ein bisschen. Mhm. Okay. So. Jetzt wechsle ich einmal auf die andere Seite. Da geht's. Auch alles gut? Mhm. Die nächste Behandlung wäre dann in 2 Wochen. Und insgesamt brauchen wir dann 4 Behandlungen, Abstand von 2 Wochen. Für Sie gibt es nach der Behandlung keine Einschränkungen. Hautpflege sollte genauso durchgeführt werden wie immer. Vielleicht ist es morgen noch so, dass die Einstichstellen ein bisschen brennen könnten in der einen oder anderen Situation. Also das, was für Sie noch ganz interessant ist, um die zeitlichen Abläufe einzuschätzen, morgen oder vielleicht sogar am Nachmittag schon, wird das Hautbild deutlich erfrischt aussehen. Man spricht von einem Glow und dann die weiteren zeitlichen Abläufe sind halt das, was wir ja anstoßen möchten, ist die Neubildung von Kollagen und Elastin. Das beginnt jetzt in den ersten 8 Wochen. Wird man sicherlich schon etwas an Unterschieden sehen. Und bis die Hauptproduktion durchgeführt wurde, dauert das immer schon viele Monate. Piekt also im weiteren Verlauf. Die nächsten 6, 9 oder vielleicht auch 12 Monate werden Sie stetig gewisse Veränderungen sehen an der Struktur der Haut. So, das klassische schwierige Areal ist die Halsmitte. Da gibt es bei Ihnen ja auch stärkere elastische Schäden und da möchte ich natürlich auch viel für Sie umsetzen. Weiteres interessantes Thema ist ja immer noch die Kinn-Kiefer-Linie, die steht bei Ihnen sehr gut. Trotz allem bietet es sich da an, auch ein bisschen was zu machen. So, sehr gut. Der letzte Piekser. Wir haben es geschafft. War gut auszuhalten? Ja, total. Super. Also Gewebereaktion, fast nichts zu sehen. Der Vorteil auch an dieser Behandlung im Vergleich zu älteren Verfahren. Ich trage jetzt noch gleich ein bisschen was zur Hautberuhigung auf und ja, das war's dann schon. Vielen Dank. Bitte sehr.